Tür ist offen. Ja, die sind gerade gegangen. Wo ist meine Kamera? Verdammt. So, jetzt fertig. Ich habe einfach drauf. Na, das mal wird es auch spitz. Yeah, Bingo, genau vor mir. Das ist eben Timing, hä? Solche Momente, ob die Observation einfach super verläuft oder nicht, das ist eine sehr angespannte Situation für mich. Also, eben, wenn du noch Gas geben musst, zwischen, dann kannst du das Billy rausschmeissen zum Fenster. Dann, macht es auch ein bisschen so, ein bisschen. Von dem leben wir. Das ist mein Vater. Er ist Privatdetektiv. Nicht einer wie Matula oder Magnum. Er ist echt. Und in echt ist der Beruf ziemlich unspektakulär. Okay, eine Knarre hat er auch. Also mehr als eine. Aber die lässt er schön zu Hause. Statt rumzuballern, heftet der GPS-Sender an fremde Autos, filmt heimlich andere Leute und verfolgt sie durchs Quartier. Für mich ist er der beste Autofahrer auf der ganzen Welt. Sein Job ist oft langweilig. Tagelang sitzt mein Vater im verdunkelten Auto. Observation nennt sich das. Bei Laune hält ihn das Radio. Schweizerörgli ist sein Ding. Privatdetektiv ist er seit 32 Jahren. Fast schon seit ich denken kann. Eigentlich würde mein Vater sein Geschäft gerne weitervererben. Doch ich war immer zu sehr mit Journalismus beschäftigt. Vielleicht habe ich da was verpasst. Als Journalist wollte ich schon immer mal über ihn berichten. Aber seriöse Privatdetektive wie er scheuen Medien wie der Teufel das Weihwasser. Googelt man ihn, findet man weder Gesicht noch Homepage. Social Media braucht er höchstens für seine Recherchen. Nun, mit 73, kann er es sich leisten, nicht mehr im Untergrund zu sein. Er will mich in die Tricks seines Business einweihen. Ich darf ihn als Journalist mit der Kamera begleiten. Doch diese muss immer unauffällig bleiben. Gang weg mit der Kamera, Horti. Aha, ja. Oh, nein, schau jetzt da. Aha, mit der Kamera. Details zu den echten Fällen dürfen wir nicht erzählen. Vieles müssen wir unkenntlich machen. Ich als Sohn könnte Befangener kaum sein. Dieser Film wird nicht objektiv. Aber vielleicht finde ich heraus, ob auch ich als Privatdetektiv taugen würde. Merci vielmals. Euch auch danke. Ade. Der Tag beginnt mit einem Frühstück im Auto und einem neuen Auftrag. 80% der Fälle meines Vaters kommen von Versicherungen. Für sie beschattet er mutmaßliche Betrüger. Also das ist jetzt wirklich ein Auftrag, wo ich sagen kann, da mache ich etwas Sinnvolles. Ja, das ist genau so. Ja, es kann unter Umständen andere Leute entlasten, die Öffentlichkeit, oder? Indem sie unter Umständen weniger Prämien müssen zahlen müssen. Und ja, weil, wenn man an so einer Betrüger kann überführen und entlarven, hängt das in der Regel auch mit grossen Geldbeträgen zusammen, die man eben der so einer Person unter Umständen nicht muss zahlen muss, wenn man sich überführen kann, wie sie beschissen hat. Oder? Also, das ist das, was Motivation gibt, für überhaupt daran zu arbeiten. Wir fahren zum Wohnort einer Frau. Sie ist zu fast 100% krankgeschrieben und erhält monatlich Geld von einer Versicherung. Diese aber hat den Verdacht, dass die Frau trotzdem voll arbeitet, in einer Pizzeria. Der Privatdetektiv soll dies beweisen. Gott, Danny. Das ist sie, ja. Sie hat sich angeschnallt. Und dann machen wir uns auch stark bereit. Okay, jetzt fahrt irgendwo her. Ja, die geht.
Ich wette, die geht ins Geschäft. Ja, jetzt hoffentlich habe ich. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht allzu schnell bin. Ich sehe sie nämlich fahren. Bitte. Jetzt kann ich auch gerade nicht. Schatz, ich kann gerade nicht. Gell, später. Ja, gut. Tschüss. Nach 20 Jahren Beziehung weiß seine Lebenspartnerin, dass sie ihn auf der Jagd nicht stören darf. Jetzt hat sie auch grün. Jetzt hat sie grün. Ich habe ein kleines Kind. Komm. Wenn sie merken, dass sie überwacht werden, dann musst du blitzartig die Übung abbrechen und heimgehen und sagen. Und dann am Auftraggeber anrufen und sagen, sorry, es ist in die Hose hier. Ich bin verbrannt. Die haben mich gemerkt. Ich muss aufhören, fertig. Aber so weit sollte es eigentlich eben nicht kommen. So weit kommt es sowieso etwa im Jahr rein. Das ist für mich der Super-Gau. So, jetzt davor. Ah, schau, sie hat suchen. Wenn sie jetzt hier eine gewisse Zeit lang arbeiten, hat sie ihr ein Pensum, das sie vielleicht dürfte. Das hat sie dann sicher erreicht oder eben schon mehr in diesem Fall. Hunderte Betrüger hat er schon überführt. Für die Versicherungen ist er der zuverlässige Mann für die Arbeit im Feld. Heute hat er die Frau 4 Stunden bei der Arbeit beobachtet. In ein paar Tagen werden wir wiederkommen. Am nächsten Morgen wartet ein anderer Auftrag. Um 5 Uhr holt mich mein Vater zu Hause ab. Also, wir holen es, hä? Yes. Wenn ich Erfolg habe, also dann muss ich wirklich meine Arbeitszeiten der Kundschaft anpassen und am Fall, den ich habe. Heute geht's um ein zwischenmenschliches Drama. Auch dies ein Klassiker für einen Privatdetektiv. Eine gescheiterte Beziehung. Der Ex-Freund einer Frau will wissen, wo sie heute wohnt und wer ihr neuer Freund ist. Denn der Mann selber darf sich der Frau nicht mehr annähern. Deshalb engagiert er einen Privatdetektiv. Ein heikler Auftrag. Da könnte man sich jetzt schon fast darüber nachdenken, ob man den Fall überhaupt annehmen will oder nicht. Weil offenbar haben sich die Leute, die zwei Personen im Milieu lernen kennen. Und man muss einfach aufpassen, dass man selber nicht auf einmal irgendwo reinschalpt. Dass man zum Beispiel Beweise beschafft einer Person, die sie dann illegal weiterverwenden will. Wow. Da bist du jetzt nicht wild drauf. Das ist ein Scheissauftrag, oder? Ja, das geht halt in die Kategorie Aufträge von Privatpersonen. Und das ist meistens ja, eigentlich noch etwas heikel. Oder? Man muss gerade auf eins schauen, dass man sicher mit diesen Leuten zuerst einen Vertrag abschließen kann. Und nachher muss man schauen, dass man dann schlussendlich zu seinem Geld kommt. Weil, wenn dann nicht das erhoffte Resultat rauskommt, dann tun sie dann unter Umständen noch dumm diesbezüglich. Oder? 120 Franken pro Stunde. Meinen Vater zu engagieren, kostet schnell mal mehrere tausend Franken. Ich fahre jetzt mal in die Störe. Also müssen wir einfach wirklich ganz unauffällig verhalten. Das heisst, dann mache ich mal das Licht aus. Aha. Und da ist schon bereits eine Frau, die mit einem Hund spaziert. Und das sind genau die, die alles sehen, oder? Das hier ist das Haus. Und der Eingang ist auf dieser Seite, offenbar. Was machst du, wenn der kommt, der Parkplatz gehört? Den tue ich blitzartig. Verziehe ich mich, dass der her kann. Und kein Problem. Dann verschwinden einfach. Tue mich entschuldigen, was nötig ist. Also, dass ich keine Lampe bekomme. Schau, jetzt kommt da halt schon wieder. Oh. Morgen. Die stört uns nicht, weil davon wohnt sie nicht im gleichen Block. Und zudem bin ich da relativ unverdächtig, denke ich. Also, jetzt gehe ich mal schauen. Ja.
Die Umgebung machen wir unkenntlich, um Betroffene zu schützen. So. Und? Ja, das ist wirklich so, dass... Oh, der Sonnenblend. Die Frau wohnt hier, das ist ja so, das ist angeschrieben. Aber es ist nur ihr Name angeschrieben, sowohl um Leute wie im Briefkasten. Und das ist also keine zweite Person. Das sieht wirklich so aus, wie wenn die alleine dort würde wohnen. Das ist ja so. Also, jetzt gehe ich hinterher. Das sind so Turnübungen, die man halt einfach machen muss. Mein Vater will nun ein paar Stunden vor dem Haus warten und die Frau beim Rausgehen filmen, wobei er sie nur von Fotos kennt. Wenn da gewisse Bedürfnisse wären, wir sollten ein bisschen oder so, dann nehmen wir unser WC für, da steht die Büchse, nicht wahr? Da wohnen jetzt natürlich 6 Parteien. Und wenn man die Leute nicht kennt, ist das schwierig, überhaupt zu sagen, wer das ist, oder? Darum muss ich auch jetzt jeden, der rauskommt, in den Filmen. Jetzt kommt der tatsächliche Frau. Hat jetzt gerade mit dem Velo gerade eine Prachtaufnahme ist es vielleicht nicht, aber wenn ich sie vergrössere, oh, sollte eigentlich gehen. Hier kommt jetzt gerade eine Frau mit einem Hund her. Die macht ihr ein Türchen. Das könnte sein. Während wir stundenlang aus dem Fahrzeug filmen, wird mir klar, dass unsere Jobs sehr ähnlich sind. Als TV-Journalist ist es auch mein Business, andere Leute zu filmen. Genau wie mein Vater suche auch ich als Reporter immer ein kleines Abenteuer. Definitiv illegal, was wir hier machen. Aber, nein, das ist erlaubt. Von mir aus können wir. Die Arbeit von Reporter und Privatdetektiv ist fast dieselbe. Sie gehen raus, sie filmen, sie recherchieren und holen Informationen ein. Am Ende fertigen sie daraus einen Bericht und liefern diesen ab. Bloß sind meine Berichte für ein Publikum bestimmt. Normalerweise bin ich im Bundeshaus. Im Vergleich zu Privatdetektiven stehen Bundeshausjournalisten in der Öffentlichkeit. Verstecken geht nicht. Ich habe mich also ein bisschen mögen, muss ich fairerweise sagen. Nicht einmal. 0,0. Ihr habt euch schon mal bei mir beschwert, das ist so, ja. Mit einem guten Journalist zusammen, sonst ist kein Unschaden da. Ja. Das ist nicht jeder der gleichen Meinung. Nein, ich sage es auch noch. Ist gut, ist gut. Manchmal denke ich, mein Vater hätte auch Journalist werden können. Oder ich vielleicht Privatdetektiv. Und wärst du jetzt noch ein guter Journalist geworden, eigentlich? Ja, ich wäre eigentlich könnte Investigativjournalist sein. Also, oder du könntest das eben auch sein. Du könntest jetzt die, also rein theoretisch könntest du meine Firma übernehmen und einfach weiterfahren, oder? Bis jetzt habe ich ja keinen Nachfolger. Ich habe mich entschlossen, ich will die Firma behalten bis zum stillen Ende von mir. Oh. Aber wer weiß, vielleicht tut sich da mal sogar noch eine Alternative auf, gell? Während 10 Jahren war er Präsident des renommiertesten Berufsverbandes Schweizer Privatdetektive. Volles Engagement für den Job, das hat er mir vererbt. Auch mit 73 bleibt er hartnäckig dran, bis das Glück des Tüchtigen ihn findet. Amo, jetzt ist die Balkontür offen. Das finde ich jetzt gut. Also, die Balkontür ist offen. Das heisst, sie ist doch da. Da ist jemand da. He? Jetzt muss ich hier schauen, ob ich allenfalls hier noch einen Platz finde. Für... Und von dort hin, ja, auch von dort hin könnte es gehen. Es wäre schön, wenn sie noch gesucht auf dem Balkon. Ich gehe wieder hinten in diesem Fall. He? Ja, aber der direkte Sicht hier.
Ja, ich hasse. Ganz kurz ist irgendwie ein Köttersack der gehabt. Es ist nicht viel, aber ich hasse. Ich hasse fertig. Da hole ich den Schnitt raus, oder? Dann mache ich ein schönes Foto, ich tue das noch vergrössern und ein bisschen bearbeiten. Und das ist es. Und wenn wir Glück haben, kommt sie wirklich mit der Mama raus. Also. Ja. Hast du deine Kamera vor? Schau jetzt, Kopfertelli. Sie ist dort. Achtung, jetzt geht sie in das Haus. Die kommt sicher mit dem Velo daher. Scheisse, scheisse. Das ist jetzt ein Notfall. Das ist sie, ja. Sie nimmt noch den Ködersack mit raus. Okay. Siehst du, da hat sie schön. Also, mal so. Tipptopp. Die Frau macht einen seriösen Eindruck, eigentlich. Muss ich jetzt so sagen. Im Vergleich zu deinem Auftraggeber? Es hat etwas, ja. Also, ich habe sie tipptopp getroffen. Und muss mir also überlegen, wie es weitergeht. Ich will mit dem reden. Ich will da schon auf der sauberen Seite bleiben. Mehr. Etwas anderes kommt nicht in Frage. Ja. Also, jetzt gehen wir einen Kaffee nehmen. Zurück im Büro zeigt er mir seine Spezialwerkzeuge, etwa eine ganze Reihe Mikrokameras. Es gibt eine Minikamera in einem Feuerzeug, in einem Autoschlüssel, in einem falschen Kugelschreiber oder in einer dicken Uhr. Und natürlich die klassische Knopflochkamera. In diesem Schrank lagert das Geschäftsgeheimnis. Diese schwarzen Klumpen sind GPS-Tracker. Dank Magneten haften diese an Autos. Sie haben eine SIM-Karte und senden bis zu 3 Monate lang. Die Position von Fahrzeugen kann mein Vater so jederzeit mitverfolgen. Einen solchen Tracker wollen wir heute anbringen. 5 Uhr morgens. Der eifersüchtige Ex der Frau, die wir vor ihrem Haus gefilmt haben, hat die Adresse des mutmaßlichen neuen Lovers geliefert. Mein Vater soll rausfinden, ob er tatsächlich der neue Partner der Frau ist. Musik aus. Komm mal raus am Arsch. Ist der hintere Haus? Jetzt mache ich noch klassische. Ich nehme eine Hundsleine mit. Hänge die an. Und nachher ist die Ausrede, dass mir der Hund ab ist. Und dass ich das Gefühl hatte, dass ich dort unter den Karren unten. Es ist noch ein kleines Hundchen, oder? Ja. Tanja heisst er. Also, ich bin weg. Gut zu klingen. Ich bewundere den Draufgänger in meinem Vater. Und den Nervenkitzel in seinem Job, den würde ich auch mögen. Und? Das ist nicht da. Das Auto ist nicht da. Der Kontrollschild ist nicht da. Schöne Sache. Das ist jetzt wirklich nicht. Das ist jetzt nicht gut. Also warum nicht gut? Also, der Mann, wo es darum geht, als ich die 2 Auto hatte und das Kontrollschild, das ist nicht hier, das sind andere Fahrzeuge. So, jetzt was machen wir? Jetzt gehen wir zu seinem Arbeitgeber. Dann müssen wir dort weiter schauen. Das ist einfach so. Jetzt müssen wir versuchen, den Mann um 6 Uhr morgens bei seiner Arbeit zu finden, um sein Auto dort mit einem Peilsender zu versehen. Das ist hier die Bude, oder? Das da gehört alles dazu. Huren Scheissdreck, das weiss ich nicht. Er darf dann nicht in die Halle reinfahren, oder? Aber ich schaue, gehe schauen, nicht gleich. Ich habe mich einfach ein bisschen verfahren. Einfach. Ups, das ist ihn, ja. Das war ihn gerade. Da gehe ich jetzt auch nicht einfach so ein Gerät dranhängen.
Wir warten ab. Der Mann wird wohl mit einem Firmenfahrzeug das Gelände verlassen. Dann wäre die Luft rein, um an seinem Auto den Tracker anzubringen. Ich glaube, es ist nicht da. Also, gehen wir. Schauen, probieren. Oh, da sind noch Leute hier. Das ist ein höchstes Risiko. Ich mache es nicht. Gott, warte noch mal. Unter denen sind auch Leute, gell? Oh, noch Hunger. Ich muss sterben, wenn ich jetzt hier am Boden liege. Und die Frau, die schaut näher auf alle Fälle rüber, gell? Dann muss ich vielleicht den anderen Trick anwenden, aber sicher bin ich noch nicht. Nicht nur eine Hundeleine, auch eine Getränkeflasche gehört in die Trickkiste von Privatdetektiven. Als sogenannte Legende, also als Ausrede, um unter fremde Autos zu kriechen. Das Käbelfleisch am Boden gehabt. Also, das Gerät ist dran. Gut. Siehst du, wie es ist? Das Gerät ist dran, fertig. Ohne Fleiß kein Preis, gell? Das ist wirklich jetzt optimal gelaufen, weil jetzt sind wir da quasi nicht gewusst, wo was ist. Und jetzt hat er das Gerät am Viertel, oder? Das ist zielreich. Besser geht's nicht. Das ist einfach so. Ja. Ist jetzt das legal, so ein Gerät in ein Auto zu machen? Das ist im Grenzbereich rechtlich gesehen, aber ich schaue es als legal an. Es könnte höchstens eine Strafanzeige geben wegen Verletzung der Privatsphäre einer Person. Aber wir wissen nicht einmal, wer im Auto hockt und fährt, ob es eine Zielperson ist oder sein Sohn oder die Frau oder irgendetwas. Also, das ist jetzt das vierte Gerät, das im Moment am Laufen ist bei mir. Also, man kann sagen, das Geschäft läuft. Das GPS zeigt, der Überwachte scheint überhaupt nichts mit der Frau zu tun zu haben. Ein Reinfall für den Auftraggeber, ein gelungener Auftrag für meinen Vater. GPS-Tracker am Auto von mutmaßlichen Liebhabern? Das kann ja nicht legal sein. Zurück auf der Redaktion will es der Journalistin mehr genauer wissen. Ich rufe verschiedene Rechtsprofessoren an. Mit Privatdetektiven kennt sich kaum jemand aus, denn diese bewegen sich gekonnt in rechtlichen Grauzonen. Schlussendlich aber finde ich Rechtsexpertinnen und Experten, die sich intensiv mit der Branche befasst haben. Ist der Einsatz von GPS-Gerät legal? Der Einsatz von GPS-Gerät ist strafbar. Wenn es darum geht, eine geschiedene Ehefrau und ihre Freund zu beobachten, da sehe ich auf den ersten Blick einfach gar keine mögliche Rechtfertigung. Und damit ist es eine völlig klare widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung. Also jetzt im Sozialversicherungsrecht hat man genau gerade das ausgesprochen genau geregelt. Wenn man das einsetzen will, so ein GPS für die Ortung, wo eine Person ist, braucht es einen richterlichen Beschluss, der das genehmigt. Außerhalb von dem ist es nicht verwertbar, was man dann für Erkenntnis gewinnt. Was ist euer Eindruck so gesamthaft von dieser Branche? Von der Privatdetektive? Soll ich es wirklich sagen? Gern. Aber trifft sie das nicht? Ich bin wirklich am Arbeiten. Also. Sind auf Deutsch gesagt die nützlichen Idioten.
Das ist eine Branche, die immer schon sich in dem dunkelgrauen bis schwarzen Bereich bewegt hat und das auch weiterhin tut und auch von dem lebt. Ja, meine Vermutung wäre, dass euer Vater sich auch häufiger auf der illegalen Seite bewegt als auf der legalen. Ja. Dass mein Vater immer schön im grauen bis dunkelgrauen Bereich operiert, war mir immer klar. Dass aber praktisch alles illegal sein soll, ist nun trotzdem ein Schock. Also verschiedene Rechtsprofessoren sagen mir, dass da doch ziemlich vieles illegal ist, rein rechtlich gesehen. Du wirst dir nicht überlegen, in das Geschäft einzusteigen. Mir wäre es, glaube ich, zu heissen. Verstehst du das? Ja. Ja, ein bisschen verstehe ich, aber die Meinung, die du jetzt hier eingeholt hast von rechtsgelehrten Leuten, das ist gut und recht, das sind Theoretiker. Ich habe aber von der Praxis in der Regel keine Ahnung. Und der sieht es halt eben etwas anders aus. Das ist ein gesungener Mix, kann das unter Umständen sein, von klar vorgegebenen Massnahmen bei der Observation. Und bis halt unter Umständen irgendeine kleine Überschreitung von Strassenverkehr, ich weiß nicht was. Aber dass ich mich da beständig im illegalen Bereich bewege, das ist einfach Mumpitz. Das ist eine Zumutung, wenn ich so beschuldigt werde. Stimmt einfach nicht. Also du bist meistens im grünen Bereich, also auf der richtigen Seite vom Gesetz? Ja, definitiv. Sonst könnte ja nicht für Versicherungen arbeiten, zum Beispiel. Weil die können ja nicht illegal erworbene Beweismittel vor Gericht bringen. Oder? Das geht ja gar nicht. Was legal ist und was nicht, sollte er eigentlich bestens wissen. Von 1977 bis 1990 war mein Vater 13 Jahre lang bei der Kantonspolizei Bern. Vom Dorfpolizisten hat er sich hochgearbeitet zum Fahnder. Bei der Spezialobservationsgruppe Milan hat er etwa Drogendealer oder Einbrecherbanden auffliegen lassen. Ich vermute, Ex-Polizisten fühlen sich ihr Leben lang immer etwas im Recht. Meinem Vater ist bewusst, was droht, wenn er mit GPS-Geräten bei privaten Aufträgen erwischt würde. Da bekommst du ein paar hundert Franken, genug Tuig, Schadersatz, müsstest zahlen. Richtige wird verurteilt wegen dem, Verletzung von Privatsphäre, ja. Aber das ist ja nicht ein Verbrechen, das wäre ja nur eine Übertretung oder ein Vergehen, mehr nicht. Okay. Mein Vater ist ein Schlitzohr. Er dehnt den rechtlichen Rahmen gekonnt bis zur Schmerzgrenze. Ein moralischer Balanceakt, mir wäre dabei unwohl. Als Journalist muss oder darf ich mich an ein gewisses Arbeitsethos halten. In Vaters Fußstapfen zu treten, wäre zudem für mich ohne Polizeierfahrung ein ziemlich riskantes Unterfangen. Kaum eine Observation ohne gesetzliche Grenzgänge. Ich muss doch ein bisschen tauchen. Heute filmt mein Vater erneut die Frau, die eigentlich nicht arbeiten kann. Diesmal beim Pizza ausliefern. Das ist eine rechte Ladung, oder geht's euch? Die springt dann am Auto. Das Fahrzeug ist noch wie ein Sau. Dann muss ich dann gleich aufpassen. Ja, genau. Scheiße. Nein, dauert er nicht. Ich kann dort die Vordür auch nicht fahren wie ein Affe. Das fällt nicht, nämlich die eben auch gerade auf. Der Fahrer hat er gerade gesehen. Da muss jetzt leider auch noch grad Horti mit. He? Komm, mach grün. Mann, oh Mann. Da kannst du auf den Mond rum zurück und hier ist gegen noch rot. Oh. Das ist ein Scheiß, verdammt. Es geht nicht mehr so keiben weit mit der Ladung. Das Mal wird es jetzt nicht verkacken. Ja. Kommt nicht. Gut. Thank you.
Ja. Ja. Also noch gesehen, einsteigen wieder. Und nachher bin ich auf die andere Strassenseite. Und dort habe ich es dann ein bisschen schön gesehen, muss ich sagen. Ich bin rot drüber, aber nur zu Fuß. Ah ja, ja, ja. Das ist, aber ich habe geschaut, ob etwas kommt, ob bei jemandem gefährdet oder nicht. Weißt? Es kommt niemand. Gefährdest du manchmal dich selber bei diesem Job? Ja, noch mal, am meisten schon. Ja, das ist so. Also, ich darf mich wirklich, ich muss Holz anrühren. In diesen vielen, vielen Jahren habe ich Parkbussen, jede Menge, und bei Rotlicht drüber und so. Hier und da, das kann man alles mit Geld gut machen. Aber ein Unfall, was irgendwelche Schäden hat mit Menschen, kennen bis jetzt. Null. Da bin ich sehr stolz drauf, muss ich sagen. Also, vielleicht hätte die Frau jetzt gar nicht so viel Geld betrogen. Dauert die nicht? Nein, die dauert mich nicht. Ob es jetzt um Riesenbeträge oder um kleinere Beträge geht, sie hat eigentlich. Also, sie macht einen Betrug, wenn sie kann. Sie bescheisst jemandem. Und die Einstellung, die ist irgendwie verwerflich. Und da wüsste ich nicht, warum dass ich mit der solche Bedauern habe. Definitiv. Nein. Auf Dreh realisiere ich, genau wie ich geht mein Vater immer schön ans Limit. 32 Jahre ging das gut. Er blieb unbemerkt. Bis zu diesem Film. Mit 73 möchte er langsam kürzer treten. Ich hoffe, ich bereite seiner Karriere nicht ein abruptes Ende. Denn sein Gesicht ist nun kein Berufsgeheimnis mehr. Für einen Privatdetektiv ist das ein Problem. Der Film wird jetzt ehrlich fast den Job kosten. Das hoffe ich nicht, aber es könnte passieren, ja. Und das nimmst du jetzt in Kauf? Das nehme ich in Kauf, ja. Doch. Es ist eine neue Erfahrung, es ist wie ein Experiment. Ich werde immer ein Privatdetektiv sein, aber einfach vielleicht einer, der keine Aufträge mehr hat. Ich selber werde wohl besser nicht Privatdetektiv. Aber ich hoffe, er kann es trotz diesem Film bleiben. Wir haben beide einen Job, den wir lieben. Tauschen möchte ich nicht. Umso mehr fasziniert er mich. Mein Vater, der Privatdetektiv.